Die freien darstellenden Künste waren und sind von Krisensituationen in besonderer Form betroffen. Deutlich wurde das während der Corona-Pandemie, als Theater, Kinos und andere Spielstätten lange Zeit geschlossen waren und somit auch das Geld fehlte. Nur durch staatliche Unterstützung konnten viele KünstlerInnen und Spielstätten überleben. Unterstützung gab es auch vom Fonds Darstellende Künste. Er initiierte zwischen Mai und August 2022 rund 30 Labore von Figuren- und Objekttheater bis Musiktheater, von Tanz über Performance und Schauspiel bis zu Theater im öffentlichen Raum und zeitgenössischem Zirkus. Wie vielfältig und wichtig die freie Szene ist, zeigt der Film dennoch zur Lage der freien Künste, der am 23. August im Theater Wrede Plus zu sehen ist. Er dokumentiert das künstlerische Arbeiten und Forschen dieser über die Bundesrepublik verteilten Labore in Zeiten gesellschaftlicher Veränderung. Und es zeigt die Bandbreite und auch wo die freie Kultur ist, denn sie ist überall. Sie ist überall. Man kann in einem Film zum Beispiel sehen, wie aus dem Nowhere ein Fest gestaltet wird von freien darstellenden Künstlern mit Leuten, die sonst eigentlich nie Kultur erleben. Und es ist ein wichtiger Beitrag, das weiß man heute, für die Demokratie. Es ist ganz einfach. Die Freien sind überall in Europa gefährdet. Wir sehen das überall, sie verschwinden. Staats nicht, weil es Staatstheater gibt, auch bei Putin und so weiter. Aber die Freien verschwinden. Die gibt es nicht in Russland, die gibt es nicht in Polen, die gibt es nicht mehr in Polen, die gibt es nicht mehr in Bukarest und. Deshalb sind sie so gefährdet, weil es ein Sprachrohr für junge Menschen ist. Und das zeigt der Film wunderbar. Und wie wichtig diese Szene ist, so Winfried Rede weiter, zeigt die Entwicklung in Deutschland. CDU-Parteichef Friedrich Merz weckt offen Zweifel an der Abgrenzung zur AfD, schließt zumindest auf kommunaler Ebene eine Zusammenarbeit mit den Rechtsextremen nicht mehr aus. Gewalt gegen Andersdenkende ist salonfähig geworden, Aktivistinnen der letzten Generation können auf offener Straße verletzt werden und das Volk jubelt. Wohin geht die Reise? Wofür steht Kultur? Traditionell der Zusammenhalt einer ganzen Gesellschaft. Das ist nicht Event und Wein und Sauffeste, ist es nicht. Es ist Kultur. Und im Moment haben wir eine Splittung überall. Die freie Kultur versucht, das wieder zusammenzukriegen. Wir haben zum Beispiel in Ulm von Flausen ein Fest der freien Künste, wo wir alle, auch die Stadtbevölkerung, mit reinnehmen und wo wir versuchen, all diese Gräben über Kunst und Kultur von Slam bis hier, also wir machen auch, sagen nicht nur Theater, sondern Kunst, um alle reinzunehmen, um niedrigschwellig zu sein und die Menschen zu begeistern für eine andere Art der Auseinandersetzung als für Hass und sonstiges. Denn Kunst und Kultur haben auch schon immer den Anspruch verfolgt, das Messer in die offene Wunde zu legen, zu warnen, Missstände aufzuzeigen und zu unterhalten. Doch wie lange geht das noch? Geht das noch in Oldenburg? Die aktuelle Diskussion um die Neuausrichtung der Kulturförderung in der Stadt macht es vor. In den Kommunen, das ist das Problem ganz oft, da wird einfach zum Teil noch weggesehen oder vielleicht weiß man auch nicht genau wie, aber es wird noch sozusagen nach dem alten Prinzip, wir geben mal ein bisschen da, ein bisschen dorthin. Es ist keine substanzielle Bedeutung. Auch in Oldenburg, Kulturetage, Theaterhof, Theaterverrede, aber auch andere, wie du eben sagst, das CineK und so weiter, sind nicht so gebildet, dass sie sich nicht sehr, so gefördert, dass sie sich nicht mehr selbst ausbeuten müssen. Und das muss aufhören. In unserem Land sich noch selbst auszubeuten, ist eine Katastrophe und ist ein, was soll ich sagen, ist beschämend. So, und das ist in Oldenburg noch der Fall. Und dabei sind sie ebenso wichtig für eine Stadt, die freien Theater und andere Einrichtungen wie hier in Oldenburg das Atelier Blauschimmel, das CineK oder die Kunstschule. Die Liste ließe sich fortführen. Wie wichtig, innovativ und lebendig zeigt der Film dennoch zur Lage der freien Künste. Zu sehen ist er am 23. August um 19 Uhr im Theater Wrede Plus. Der Eintritt ist frei und im Anschluss an die Filmvorführung wird es einen offenen Austausch mit den Gästinnen über notwendige Schritte für die Zukunft der freien Szene geben.